Ausgerechnet nach der Pokalsensation gegen Leverkusen fiel Rot-Weiß Essen das erste Mal in dieser Saison in ein echtes Leistungstief. 3 Siege aus 9 Ligaspielen. Viel zu wenig, um gegen die ganz starke Konkurrenz aus Dortmund mithalten zu können. Aber das Team von Christian Neidhardt heute ganz in Weiß, zuletzt mit 4 überzeugenden Siegen in Serie. Und die Dortmunder, tja, die spielten im kleinen Derby gegen Schalke 2 nach 3-0-Führung nur unentschieden und befinden sich momentan in Corona-Quarantäne. Mit einem Sieg heute in Wuppertal wäre RWE also zumindest vorerst wieder auf einen Punkt dran an der Tabellenführung. Und dieser Plan, der ließ sich ganz gut an. 20. Minute, Ecke, Kevin Grund, Kopfball, Daniel Heber, 1-0 Essen. RWE will seinen Abwehrchef unbedingt halten. Sein derzeitiger Vertrag verlängert sich allerdings nur, wenn es mit dem Aufstieg noch klappt. Die ersten höherklassigen Vereine sollen schon angefragt haben. Heber bringt einfach weiterhin seine Leistung. RWE in Hälfte 1 überlegen, kurz vor der Pause. Dieser völlig verunglückte Rückpass von Salau und das Geschenk muss Kefkir natürlich annehmen. Patzler im Wuppertaler Kasten bringt irgendwie noch den Fuß dran. Die Essener Führung also hochverdient und die erste Hälfte immer noch nicht vorbei. Engelmann mit einem richtig starken Abschluss. RWE dem zweiten Tor ganz, ganz nah. So allerdings vermutlich noch die ein oder andere Sorgenfalte im Gesicht von Christian Neidhardt. Es lag vor allem an seiner Mannschaft, dass der WSV überhaupt noch im Spiel war. Und die Hausherren kamen tatsächlich deutlich verbessert aus der Kabine. Holtkamp mit der ersten Gelegenheit für die Wuppertaler. Immer noch die Anfangsphase der zweiten Hälfte. Saric mit dem Standard, der ist sehr eklig für den Keeper. Davari geht da keine Kompromisse ein. Und die Essener ganz nach dem Motto, naja, dann halt dasselbe Tor nochmal. Wieder ein starker Kopfball von Heber, diesmal aber auch Patzler mit einer nicht weniger starken Parade zur Stelle. Essen in der Folge wieder etwas stabiler und offensiv ohnehin ständig gefährlich. Engelmann zielt einen Ticken zu ungenau, Patzler mit der nächsten Parade. Stunde gespielt, Essen mit der Umschaltbewegung und Condé probiert's mal, aber das Resultat bleibt gleich. Patzler ganz gut beschäftigt, Spielstand weiter 0-1. Und gleich der nächste Konter, diesmal Kehl Gomez frei. Der muss doch sitzen, der sitzt nicht. Den besten Mann auf dem Platz muss ich an dieser Stelle, glaube ich, nicht nochmal extra erwähnen. Und so die Partie bis kurz vor Schluss. Nach wie vor offen der eingewechselte Leverenz. Am Ball nicht zu stoppen und gegen den Abschluss ist dann auch Patzler ohne Chance. 2-0 Essen. Ja, einen Spieler mit 41 Zweitligaspielen findest du in der Regionalliga West auch nicht hinter jeder Ecke. Und das sieht man in dieser Szene. Leverenz ist nicht zu stoppen. Der Abschluss passt. Genau. Die Partie damit gelaufen. Ja, das dachten zumindest die Gäste. Moritz Römmling wird selten freier im 5-Meter-Raum zum Kopfball gekommen sein. Das Ganze schon in der ersten von insgesamt 3 Minuten Nachspielzeit, dennoch bedenkliches Abwehrverhalten in dieser Szene. Danach aber immerhin Essen wieder konzentriert. Ließen nichts mehr anbrennen und dann war Schluss. Der 5. Sieg in Serie. Rot-Weiß Essen rückt bis auf einen Punkt an Dortmund heran. Am Mittwoch wartet im Pokal Rot-Weiß Oberhausen. Kommenden Samstag könnte RWE dann sogar wieder, zumindest vorerst, am BVB vorbeiziehen.